Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Ja, und ich habe heute mal die Idee gehabt, dass wir das doch machen mit den Favoriten, weil es da ja ein Hotkey für gibt. Deswegen würde ich mir die wichtigen Dinger nämlich auf Hotkeys packen. Man kann nämlich mit Q das ganz schnell machen. Kampf mit pausiert auswählen. Geht schneller als wenn ich im Kampf und dann ne? Geht schneller. Ich wollte es jetzt als Hotkey auf meine Maus legen. Logitech G600 hat nicht so auf Anhieb geklappt. Was soll ich sagen? Naja, gibt Schlimmeres. Hier haben wir ja alles erledigt. Genau. Wir können neue Nebenquests. Ach guck mal, wir können neue Nebenquests machen. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Weil das Ding ist ja, dass ich irgendwie plötzlich keine Nebenquests mehr habe. Will ich ein Haus kaufen? Ihr seid im Restaurant willkommen, solange ihr erst wenn wir mehr Geld haben. Das klingt wie so ein Oxymoron. Kauf zu viel, zu wenig Geld haben. Skyrim im Mittelgame. Kann gar nicht sein. Aber es ist so. Es ist bei uns so. Ja. Für 200 habe ich übrigens was Besonderes geplant. Ich denke also für diese ganzen besonderen Folgen wollte ich was Besonderes planen. Deswegen. Für 200 habe ich jetzt... Ich habe zwei Dinge, die ich machen wollte. Das sehe ich jetzt natürlich nicht. Vielleicht kann man sich denken. Zwei Dinge, die ich machen will. Vielleicht mache ich das. Also 300 ist für mich ja keine besondere Folge, von daher will ich da nichts machen. Ich würde dann eher bei 250 halt was machen. Vielleicht mache ich da das andere. Ich weiß es noch nicht. Es sind auf jeden Fall Sachen, die wir jetzt bisher gedruckt haben. Oh, can I make? Didn't expect to find you here, what? What? Did you think I would spend the rest of my days in that cabin? Natürlich. Well, yes, that cave would have made the perfect underground lair. What are your plans now? No, but this place is dirty, hovel of thieves, and here. Do I look like a necromancer to you? Wer weiß. Besides, even if I was, Greywater Grotto is hardly remote. How so? The water attracts nomads crossing to and from Cyrodiil, and draws more than its fair share of beasts. But mortals prefer mead to water, so I ended up here. Although it's going to take some time for me to get used to this black briar swill. How about we play together? What would you like to play? Wir spielen Mungus Matt. If you sing, I can play the lute. Certainly. That one always gets the place moving. Ja, das finde ich immer genial. Ja. Komm, ich sehe doch aus wie so ein richtiger Musiker. Schön euch wiederzusehen. Also das war ja richtig gut, fand ich. Das fand ich richtig schön. Es ist mir immer ein Vergnügen, wenn ihr in meinem Windschatten bleibt. Verzeihung, wie bitte? Nichts, Wohlwolf.
Machen die ein Autorennen oder was? Was? Teleport, ja, Autorennen, Teleport, alles modern hier in Skyrim. What is it? Can I make a request? Wouldn't considering seeing him again. Whatever bond we shared is best left to memory. And memories always seem beautiful because they're imperfect. The reality is my familiar was a crutch, a substitute. For a time he served a purpose, but at some point he only served to make me weak. Ja, ich fand die Stimme immer noch so genial. Kodlak Weißmähne ist tot. Du solltest zurückkehren und deinen Respekt zollen. Kodlak Whitemane ist dead. You should return and pay your respects. I'm sorry to hear that, but I see no reason to. They say Kodlak Whitemane was a good man. It was something I always heard secondhand. The Kodlak I knew was far too consumed with his own demons to pay attention to the likes of me. He will be mourned, and rightly so, by those who loved him. But I don't count myself among them. Gut, wenn das dein Geliebe ist. Was sind deine Pläne? What are your plans now? I'm taking a break from adventuring. But I'll be out there again when I need the coin. For now I'm enjoying this city. Na dann, ob das in Riften so gut geht. Anything about Riften that you found noteworthy? I didn't know they had a Temple of Mara here. But I bet a lot of young couples fall victim to the atmosphere. The waterfront views are nice, and the market is a nice place to relax and enjoy the weather. There's no one here that I fancy though. Too many fishermen with skinny legs. And while Riften is beautiful, I think I need a little more sun. Perhaps I'll head south to Cyrodiil and maybe just keep going. Wer weiß. Vielleicht ist das besser, vielleicht nicht. Wir wissen es nicht. Alright then. Jo, genau, alright then. Warum then. Einen gewöhnlichen Soldaten ja. Zu eurem Schutz anheuern? Ja, nichts Neues. Ich muss mich ja. Noch um andere Dinge kümmern. Warum sich damit ja. Zufrieden geben, sein? Was ist eigentlich? Einzige, was noch kann der auch noch als Dritter dazu? Es sieht aus, als hättet ihr bereits Hilfe. Ich komme mit euch, aber dann müsst ihr euren Kameraden ziehen lassen. Was sagt ihr? Du, nee. Warum sich damit zufrieden geben, seine Gegner einfach ja. Zu erstechen, wenn man sie bei lebendigem Leib... Wollt ihr ein Zimmer oder was? Zu trinken? Zeigt mir vielleicht ein paar Münzen. Ja, zu zahlen, was redet man so in der Stadt? Gerüchte. Wenn es stimmt, dass die Drachen zurückgekehrt sind, was bedeutet das dann für uns? Ist das der Anfang vom Ende? Oder das Ende vom Anfang. Schaut doch mal wieder vorbei. Ja, ich vermute, Maven. Ihr belästigt ja, mich. Ja, ja. Eine Flasche aus dem Weg. Wohlwolf, es ist mir immer ein Vergnügen, wenn ihr in meinem Wind schlaft. Ach so. Ja, ja. Wenn eure Loyalität Wohlwort. Joll. Wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Joll. Und dann überbringt Sibi meine Nachricht. Geht ihr vor? Ja. Ich treffe euch vor der Stadt. Was ist das denn? Ich dachte, es wäre ein Häschen. Also, war quasi ein Häschen, aber... Ich meine jetzt so ein Spielhäschen. Was ist denn hier unten? Äpfel, Äpfel. Ganz viele iPhones. Wow. Ist nicht so was, wo ich sagen würde, wow. Nee, nee, nee. Kurz durch. Nix, nix, nix. Nichts, nichts, nichts. Hauptsache wir können jetzt hier auch ungestört alles durchlesen. Talen, ja, ich habe Rücksprache mit Maramal gehalten und bin sicher, dass die traditionelle argonische Bindungszeremonie einbezogen werden kann, falls es erforderlich werden sollte. Es wäre uns eine Freude, euch im Tempel einzuempfangen, damit Maramal eine Hochzeitszeremonie zwischen euch und Kirava durchführen kann. Doch wir würden dafür, wie besprochen, den angemessenen Beitrag verlangen. Was auch immer ihr beschließt, ich wünsche euch viel Glück und hoffe, euch bald hier zu sehen, Drifa. Mhm. Ja. Schön, schön. Die Stimme gefällt mir immer. Das war echt, da bin ich echt begeistert von. So.
Töte den Banditenanführer. Jaspei, Tollkirschen, Würnwurz. Search for the Shrine of Tal of West of Wash Mock. Akkulose Saphire, bis wir die gefunden haben. Vergehen ja eh nach Jahre. Bringe eine Nacht über Sentinel. Zu Rustlife ist das nicht ein Auto. GTA 5. In GTA San Andreas der Sentinel. Ich weiß es gerade nicht. Doch, es ist. Ist doch. Ich habe hier übrigens eine Webcam stehen. Nur alte. Als ich also unbedingt mal was mit Webcam aufnehmen will. Okay, Haunted Memories. Ja. Das Haunted Memories Let's Play, das bei mir schon lange auf der Liste steht, weil ich irgendwie habe das Gefühl, ich fange mehr. Ich fange mehr Let's Plays an, als ich wirklich komplett aufnehme. Wobei, keine Sorge, ich werde alles, was ich geplant habe, werde ich auch machen. Ich warne euch. Bis hierher und nicht weiter. Und was Horrorspiele will ich ja immer mit Facecam machen, aber die ist halt eine richtige VGA-Kamera. Müsst ihr bedenken. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Stab der Verbannung, Stab der Wiederbelebung, was? Die Sachen will ich eigentlich... Naja, egal, so groß wird die Höhle schon nicht sein. Bis hierher und nicht weiter. Sagt wer. Ui. Nee, finde ich nicht. Goldbeschlagene Rüstung, Eisenpistole, zwei Eisenschwerte. Ja, genau. Und ich kann ja jetzt, ne? Seht ihr? Das geht hier ganz fix. Da machst du nix. Da werde ich noch stärker werden. Automatische Speicher. Hier speichert er wieder automatisch. Das ist unglaublich. Nein, warte. Eigentlich will ich Kerzenschein noch mal damit Steinhut machen. Es geht schon mal deutlich. Ich verlaufe mich doch gar nicht. Ich muss mich verlaufen. Zieht für mich die Bedingung einher, dass man dort nicht hin wollte, wo man sich derzeit befindet. Okay. Hier ist nichts Wertvolles, denke ich mal. Gold, klar, das ist alles Sachen, die man nicht da lassen kann. Natur. Nehme ich natürlich mit. Was war mit einem kleinen Schluck? Ah, die Frames gehen natürlich, die droppen nur so. Ganz kurz, jetzt droppen sie gerade extrem. Das ist unglaublich. Was ist denn hier, dass das bitte so brutal gerade runter geht. Kann man mir das mal gerade sagen? Warum muss das hier gerade auf 0 FPS runtergehen? Und in ein paar Sekunden ist es wahrscheinlich wieder auf 60. Ich hasse es. Let's play. Wenn das so ist, hasse ich es. Leute, wenn ich jetzt die Aufnahme ausmache,
Garantiere ich. Ich würde alles darauf wetten. Ich garantiere. Dann habe ich 60 oder mehr FPS. Aber sowas von 1 Milliarde hundertprozentig. Was das war, das ist ein Frame Drop. Ich werde diese Datei jetzt so belassen. Das Ganze. Mein Gott. Dann haben wir halt ein paar 2-3 Minuten Spielfortschritt in der 20 Minuten Folge. Solange die Scheiße nicht weggeht, ist mir das egal. Ist ja zum Glück nicht so häufig. Kommt nicht damit an, irgendwann zu viel schlecht. Ich kann Crysis 2 auf höchsten Einstellungen für sich spielen mit dem Aluhali-Mod. Ich kann Crysis 3 mit LSAA zweifach spielen. Alle anderen Einstellungen ist verständlich natürlich auf hoch. Wenn ich Fraps ausstelle, läuft auf Skyrim auf 60-70 FPS. Das läuft jetzt in der... Das kann auch nicht sein, jetzt läuft es mit 50. Hier ist grafisch nicht plötzlich was besser oder schlechter. Es ist nicht so. Ja, komm schon. Ich besitze natürlich nicht genügend Magika. Das war klar. Weiß ich nicht. Oh yeah. Das geht echt immer zu kurz. Ganz ehrlich. Das ist, die Wirkdauer von diesem Zauber ist echt besonders für Kerzenschein. Das ist echt eindeutig viel zu kurz. Sekunden, was ich wirklich in der Folge bis zu 20 Mal im schlimmsten Fall den Zauber aktivieren. Ist doch scheiße. So. Sind wir hier? Tor, Gold, Silber. Ja, okay, jetzt habe ich den Silberbarren mitgenommen. Naja, okay, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ein Gurt, ein Fasan. Ein Wagengurt. Ein 10 FPS Drop. Das ist unglaublich. Und jetzt ist er schon wieder vorbei. Jetzt hat er es nicht angenommen. Ich glaube es nicht. Das ist so scheiße. Nacht über dem Tunnel. Müssen wir ja abgeben. In der namenlosen Taverne in Sentinel wurde keine Musik gespielt und tatsächlich gab es wenig Geräusche, bis auf das dezente, vorsichtige Murmeln von Unterhaltung, das leise Tappen der Füße der Bardame auf dem Boden und das behutsame Schlürfen der Stammgäste, mit ihren Zungen an den Krügen schleckend, ihre Augen auf gar nichts gerichtet. Wenn nicht jeder anderweitig beschäftigt gewesen wäre, hätte der Anblick der Rotwadonen in ihrem edlen Umhang aus schwarzem Samt wahrscheinlich für Aufsehen gesorgt oder sogar für Misstrauen. Gewissermaßen vermischte sich die seltsame Gestalt so fehl am Platz in diesem Keller, der so einfach war, dass er außen nicht einmal ein Namensschild hatte, mit dem Schatten im Raum. Seid ihr Jomik?
Der beleibte Mann in mittleren Jahren, dessen Gesicht älter als sein wahres Ich Alter erschien, schaute auf und nickte. Er wandte sich wieder seinem Getränk zu. Die junge Frau setzte sich auf den Platz neben ihm. »Mein Name ist Kabbala«, sagte sie, zeigte ihm ein kleines Säckchen Gold und legte es neben seinen Krug. »Das ist er wohl«, knurrte er und schaute ihr erneut in die Augen. »Wen wollt ihr tot sehen?« Sie wandte sich nicht ab, sondern fragte bloß, »Ist es hier sicher genug für eine Unterredung?« »Niemand kümmert sich hier um die Probleme der anderen, nur um seine eigenen. Ihr könntet eure Brustharnisch ablegen und Babu sich auf den Tisch tanzen und niemand würde auch nur ein bisschen hinsehen.« Lächelte der Mann. »Also, wen wollt ihr tot sehen?« »Eigentlich niemanden«, sagte Kabbala. »In Wahrheit möchte ich nur, dass jemand für eine Weile entfernt wird.« »Nicht versetzt, versteht ihr? Und deshalb brauche ich einen Fachmann. Ihr wurdet mir sehr empfohlen.« »Mit wem habt ihr geredet?«, fragte Jomik lustlos und wandte sich wieder sein Getränk zu. »Mit dem Freund eines Freundes, eines Freundes, eines Freundes.« »Einer dieser Freunde wusste nicht, was er redet«, brummte der Mann. »Ich mache sowas nicht mehr.« Kabbala nahm sich ruhig ein weiteres Säckchen heraus und dann noch eins und legte sie neben den Ellenbogen des Mannes. Er sah sie einen Moment lang an, schüttete dann das Geld aus und begann es zu zählen. Als sie das tat, fragte er, wen wollt ihr entfernt haben? »Einen Augenblick«, lächelte Kabbala und schüttelte den Kopf. »Bevor wir die Details besprechen, möchte ich sichergehen, dass ihr ein Fachmann seid und dass ihr diese Person nicht zu sehr verletzt und dass ihr diskret handeln werdet.« »Ihr wollt es diskret?«, fragte der Mann und hielt beim Zählen inne. »In Ordnung. Ich werde euch von einem meiner vergangenen Aufträge erzählen. Es ist jetzt bei Arkai. Ich kann es kaum glauben. Mehr als 20 Jahre her. Und niemand außer mir ist noch am Leben, der mit dem Auftrag zu tun hatte. Das geht in die Zeit vor dem Betonienkrieg zurück. Erinnert ihr euch daran? Ich war noch ein Säugling.« »Selbstverständlich wart ihr das«, lächelte Jomik. »Jeder weiß, dass König Lothun einen älteren Bruder namens Griglet hatte, der gestorben war, richtig? Und dann hatte er noch seine ältere Schwester Aubgi, die mit dem König in Daggerfall verheiratet war. Aber in Wahrheit hatte er zwei ältere Brüder.« »Wirklich?« Kabbalas Augen funkelten interessiert. »Ungelogen«, gluckste er. »Schmächtiger, schwächlicher Bursche namens Ataru, der Erstgeborene des Königs und der Königin, wie dem auch sei. Dieser Prinz war Thronerbe, worüber seine Eltern nicht gerade begeistert waren. Aber dann presste die Königin noch zwei Nachkömmlinge heraus, die viel gesünder aussahen. An diesem Punkt komme ich und meine Jungs ins Spiel. Wir wurden angeheuert, es so aussehen zu lassen, als ob der König der Unterwelt den ersten Prinz zu sich geholt hätte, oder so eine ähnliche Geschichte.« »Ich hatte ja keine Ahnung«, flüsterte die junge Frau. »Natürlich nicht, darum geht es ja«, sagte Jomik und schüttelte den Kopf. »Diskretion, wie ihr sagtet. Wir stecken den Jungen in einen Sack, setzten ihn in eine alte Ruine ab und das war's. Kein großer Zirkus, nur ein paar Kameraden, ein Sack und eine Keule.« »Genau das interessiert mich«, sagte Kabbala. »Technik, mein Freund, der fortgeschafft werden muss, ist auch schwach. Wie dieser Prinz. Wofür ist die Keule?« »Sie ist ein Werkzeug. So wie so viele Dinge, die früher besser waren, gibt es heute einfach nicht mehr. Weil die Leute von heute einfache Handhabung bevorzugen.« »Lasst mich erklären. Es gibt 31 Schmerzzentren im Körper eines Durchschnittsburschen. Elfen und Khajiit, die so empfindlich sind, haben außerdem noch 3 oder 4 mehr. Agonia und Krecken haben 52 bzw. 67. Jomik nutzte seinen Stummelfinger, um auf jede der Regionen auf Kabbalas Körper zu zeigen. 6 Zentren in eurer Stirn, 2 in eurer Brauen, 2 auf eurer Nase, 7 in eurer Kehle, 10 in eurer Brust, 9 in eurem Bauch, 3 auf jedem Arm, 12 in eurer Leistengegend, 4 in eurem Standbein, 5 in dem anderen.« »Das sind 63, antwortete Kabbala. »Nein, sind es nicht«, knurrte Jomik. »Doch sind es«, schrie die Dame zurück, entrüstet, dass ihr mathematisches Können in Frage gestellt wurde. 6 plus 2 plus 2 plus 7 plus 10 plus 9 plus 3 für einen Arm und 3 für den anderen plus 12 plus 5
Plus 4 plus 5, 63. Ich muss welche vergessen haben, sagte Yomik achselzuckend. Wichtig ist, um erfahren, mit einem Stab oder einer Keule umgehen zu können, muss man ein Meister dieser Schmerzzentren sein. Richtig angewandt, kann ein leichter Klaps tödlich sein, der mindestens kampfunfähig machen. Und das alles ohne deinen kleinsten blauen Fleck. Faszinierend, lächelte Kabbala. Und niemand hat es je herausgefunden? Warum sollten sie? Die Eltern des Jungen, der König und die Königin, sind inzwischen beide tot. Die anderen Kinder haben immer gedacht, dass ihr Bruder vom König der Unterwelt versteppt wurde. Das denkt jeder, und alle meine Partner sind tot. Natürlicher Tod? In der Bucht gibt es nichts, was natürlich passiert, das wisst ihr. Ein Bursche wurde von einem dieser Selenu ausgesaugt. Ein anderer starb an der gleichen Seuche, die auch die Königin und Prinz Greglet befiel. Ein anderer Kamerad hat sich von einem Einbrecher totschlagen lassen. Man muss sich zurückhalten, außerhalb der Sichtweite, so wie ich, wenn man am Leben bleiben will. Yomik beendete das Zählen der Münzen. Ihr müsst diesen Burschen dringend aus dem Weg haben wollen. Wer ist es? Es ist besser, wenn ich es euch zeige, sagte Kabbala und stand auf. Ohne einen Blick zurück, schritt sie aus der namenlosen Taverne. Yomik stützte sein Bier herunter und ging hinaus. Die Nacht war kühl, mit einem böigen Wind, der von den Gewässern der Iliad-Bucht herüberwehte und die Blätter durch die Luft wirbelte. Kabbala trat aus der Gasse neben der Taverne und winkte ihn zu sich. Als er sich ihr näherte, blies der Wind in ihren Umhang und enthüllte die Rüstung mit dem Emblem des Königs von Sentinel darunter. Der dicke Mann trat einen Schritt zurück, um zu fliehen, aber sie war zu schnell. Im nächsten Moment lag er schon auf dem Rücken auf dem Boden, während die Frau ihr Knie fest gegen seine Kehle presste. Der König sucht seit Jahren schon, seit seiner Thronbesteigung nach euch und euren Kollaborateuren, Yorick. Seine Anweisungen an mich, wenn ich euch erst gefunden haben würde, waren nicht besonders genau, aber ihr habt mich da auf eine Idee gebracht. Kabbala zog einen massiven kleinen Knüppel aus ihrem Gürtel. Ein Betrunkener, der aus der Taverne taumelte, hörte das im Dunkel der Gasse ein winselndes Stöhnen begleitet von einem schwarzen Flüstern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das war die Geschichte über die Nacht über Sentinel von Boali. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.